vergessen, wie weit dann der Schaden ist. Aber der Schaden ist schon ziemlich hoch. Allein das Dach muss komplett, der war oben auf dem Dachboden, sind die noch fertig werden, zumindest von der und der anderen Seite. Ja. Also so sieht es jetzt erstmal aus. Der Schaden geht dann auch schon. Dann auch Ende der Woche dann anfangen schon mal. Aber mehr wissen wir jetzt ja auch nicht. Wenn jetzt dann am Donnerstag noch die Krippe kommt, richtig. Dann kommt die von zu. Wie war das? Wie war es so in der Schule? Gut. Ja? Ja. Und jetzt wieder ein normaler Gang. Haben wir noch darüber geredet? Ja. Ja, aber nicht mit so einem. Nein. Okay. Kleiner Held. Ach, das schaffen wir, ne? Ja. Ja, man sieht so langsam den Licht am Ende des Tunnels so. Es ist Hoffnung da, es ist Hilfe vorhanden. Die sind super lieb, man fühlt sich hier aufgehoben, aufgenommen. Da kommt so viel positiv Feedback zurück. Na, das ist Wahnsinn, hätte ich nie gedacht. Man ist perplex, was die Leute, wie die Leute drauf reagieren. Ich bin immer noch ganz sprachlos. Ja, ich war am Müspielen, da habe ich Knalle an der Wand gehört und habe dann im Nebenraum geguckt und da war dann alles voller Rauch und Feuer und alles. Und dann habe ich die Feuerwehr angerufen und bin ins Kinderzimmer von meiner kleinen Schwester und meinem kleinen Bruder und habe die dann genommen und raus. Ich habe einen kleinen Moment nachgedacht, aber ansonsten wusste ich schon alles, also wie ich das jetzt machen soll. Ja, wir haben das ja eben schon mal erlebt vor einem halben Jahr, ne, dass neben uns die Scheune abgebrannt ist und die Reaktion von meinem großen Sohn, der hat eben direkt die Feuerwehr angerufen und das ist einfach übergegangen. So, er hat sich, war drin gewesen. Ne, man weiß, wie man sich zu verhalten hat in solchen Situationen. Ne. Nicht hin. Ich war im Polizeiwagen eingesperrt
Ich wollte zu meinen Kindern, ich war schock, es war kalt gewesen. Ich saß da eine halbe Stunde, habe mich einsam und verlassen und allein gefühlt. Und die Polizei, bis die dann irgendwann mal kam und mich befragt haben zu der Sache, das hat eine Ewigkeit gedauert. Ich wollte einfach nur zu meinen Kindern, ich wollte die einfach in den Arm nehmen, ich wollte die einfach... Das, man macht sich so Vorwürfe, ne? Man war mal kurz nicht da gewesen und ich, ne, ja, aber das passiert nicht nochmal. Das ist eine Lehre, das gönnt man keiner Mama, das, nee, aber das ist eine Situation, ja, ist gut, dass das alles so glimpflich abgelaufen sind, dass meine Kinder leben, dass alles gut ist, dass sie keine Rauchvergiftung haben, dass besser geht's nicht. Dank ans Universum, ne? Ich war stolz, wie groß der ist, ne? Wie selbstständig er, das weiß ich so und so, aber ne, das so ne, zu spüren, was er, ne, dass der so weit überlegen kann. Ich wäre in dieser Situation, ich hätte es gar nicht geschafft, die Feuerwehr anzurufen. Ich hätte nur die Kinder geschnappt und wäre einfach raus. Und, ne, aber die sind so geistesgegenwärtig und die rufen da an. Und das ist Wahnsinn. Das ist, ne, da kann sich jeder eine Scheibe abschneiden, so, ne, ja, als Vorbild nehmen, wie man sich zu... Das ist schön, dass ich in der Zeitung bin, aber und im Fernsehen, aber das ist zu viel, ne? Ja. Das ist auch traurig, warum ich in der Zeitung und im Fernsehen bin. Ja, ich war nur ein großer Bruder, ja, aber auch nicht. Warum? Man bekommt so viele Anrufe, so viele Spenden, Spielzeug. Es geht jetzt langsam auf Weihnachten zu, das ist ja das Schlimme dabei. Und der Geruch, der ist überall drin. Ich war so in der Wohnung, ich habe mir alles zugehalten. Ich habe das Bild rausgeholt, weil, ne? Das war ja das Einzige, was zu retten war. Na, da ist noch ein. Aber, ne, das ist alles weggesprungen, die Fenster. Der Rahmen, der ist nicht mehr Existenz, so. Das ist alles, das ist so schnell. Ich muss jetzt erstmal zusehen, dass ich eine Wohnung bekomme, dass ich auch die Hilfe annehmen kann, die mir entgegengebracht wird, so, ne, von Einrichtung und so. Das ist super, aber die Wohnung eben, ne, wenn die Wohnung da ist, dann ist alles gut. Dann wird alles gut. Dann haben wir wieder ein Zuhause. Das Zuhause wurde genommen. Das fehlt den Kindern einfach. Nach Hause gehen, im Bett schlafen, ne, mit dem eigenen Spielzeug spielen. Das fehlt. Und wenn das wieder da ist, dann ist gut. Und bitteschön. Wir haben noch ein paar Sachen für euch, die heute im Hotel abgegeben worden sind. Nee, Anzug. Dann kann die Anna gleich direkt anziehen, was? Also wir haben von dem Feuer am Abend erfahren, haben allerdings erst am nächsten Tag einen Anruf bekommen von Frau Mazziano selbst, ob wir Platz hätten bei uns im Hotel. Selbstverständlich haben wir da sofort zugesagt, einer Familie aus Erkenschwick mit 4 Kindern zu helfen, zu unterstützen, wo wir können, machen es auch jetzt. Natürlich versuchen wir es im alltäglichen Leben. Gerade was Spenden anbelangt, ist Frau Mazziano nun mal sehr darauf angewiesen, da auf die Sachen entgegenzunehmen und ihr dabei zu unterstützen. Also rein von den Telefonanrufen, die wir hier täglich reinbekommen, die Frau Mazziano unterstützen wollen, sind es gefühlte Hunderte. Wir sind natürlich dankbar für jeden Anruf, für jede Hilfe,
für ihre Kinder, gerade was Kleidung anbelangt, Sachen, die wichtig sind, Schulsachen für den Yannick, wie halt auch für den Größten, der gerade seine Kochausbildung macht. Auch er hat seine ganzen Arbeitssachen verloren durch das Feuer. Sachen, die er natürlich jetzt wieder neu kaufen muss, wo Frau Marziano natürlich die finanziellen Möglichkeiten zurzeit nicht für hat.